Hier schon der Wegflug. Aus groß, mach klein. Aber da eine Gruppe. Sigi Riedl baut Miniaturlandmaschinen. Mit der automatischen Rückwand. Grupper, Doppelschwader, Rückewagen oder Seilwinde. Sigi hat alles. Bevor Kinder die Anbaugeräte an ihre Tretbulldogs anhängen können, müssen sie aber erst einmal gebaut werden. Obwohl die Maschinen klein sind, steckt eine Menge Arbeit dahinter. Das macht schon Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit. Wenn du nämlich siehst, wie die Kinder Augen strahlen, wenn die also ein Teil sehen, den wir sonst noch nirgends gesehen haben, das ist ein so schönes Gefühl. Sigi tüftelt gerne. Ihm ist wichtig, dass die kleinen Maschinen ähnlich aussehen wie die großen und auch funktionieren. Alles natürlich vereinfacht für Kinder. Dafür hat er viel rumprobiert. Zuerst kommt einmal die Idee, jetzt bauen wir was. Dann, ja, dann liege ich einfach so los. Also zeichnen, vorher zeichnen so, das ist gar nicht. Das wird danach vielleicht zeichnet, wenn es hinhaut. Haben wir einen drum fertig. Die Konstruktion der Maschinen hat er immer wieder optimiert. Mittlerweile ist er ein Profi. Immerhin baut er schon seit 24 Jahren Kinderspielzeug. Keine Traktoren, nur Anbaugeräte. Angefangen hat alles mit seinen Neffen. Und die haben da immer gesagt, mein Onkel, baust mir mal irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bauen wir halt mal was. Dann hab ich, als erstes habe ich es aus Holz gebaut. Und dann hergehalten hat es aber nicht so. Und dann bin ich einfach mal auf das gegangen. Und habe gedacht, eigentlich bin ich Metaller. Warum nicht aus Metall? Sigi Riedl ist gelernter Schlosser. Seine Ausbildung hat er bei Agrartechnik Fliegel gemacht, einem Landmaschinenhersteller. Früher hat er große Güllefässer oder Grubber geschweißt, wurde auf den Acker gerufen, wenn was kaputt war. Jetzt baut er alles in klein. Angefangen hat er mit seinem Verkauf ganz klassisch auf Märkten am Wochenende. Sein damaliger Chef hat ihn einfach angemeldet. Ich wollte das aus freien Stücken wollte ich das überhaupt nie machen. Schüchtern war ich wie Sau und ich da mit Leuten reden und zeig, nein, das geht gar nicht. So, gut, da habe ich hin müssen. Und war ganz gut dann. So wurde Sigi bekannt. Später hat er angefangen, seine Mini-Landmaschinen in einem Anhänger für Geburtstage zu vermieten. Der größte Schritt für ihn war aber die eigene Werkstatt daheim auf dem Hof, im alten Kuhstall. So, jetzt bauen wir ein Seil hinten zusammen. Man muss schon ein bisschen ein Seil aufwiegen, dass die Kinder werken können. Beruflich arbeitet er mittlerweile auf dem kommunalen Bauhof. Die Mini-Landmaschinen baut er im Nebengewerbe. Sein Anspruch an die Geräte ist aber hoch. Das soll alle so sein, dass sie es selber auch wieder richten können. Ich sage immer, ich habe so viel Garantie drauf, solange ich das Zeug baue, weil sonst baue ich es ja keiner. Ich kann es leicht sagen, weil es so wenig kaputt geht. Wichtig ist Sigi vor allem, dass sich die Kinder beim Spielen nicht verletzen können. Aber er kennt seine kleinen Kunden mittlerweile auch so gut, dass er weiß, je näher am Original, desto besser. Und die Kleinen wollen damit auch arbeiten können. Da, wenn sie jetzt irgendetwas zuverziehen, die grobt sie ja da als Erdreich, die sitzt sie eng. Wir echt ja. Das Seil hinten ist fertig. Seine Kunden kommen aus der Region und aus Österreich, aber auch aus Franken und sogar aus Ostfriesland. Es sind schon viele aus der Landwirtschaft, aber auch wieder sehr viele, die irgendwo aus der Stadt raus sind. Ich habe einmal, war einer, ein Doktor war einmal da, der war in Großhadern, war der Arzt. Der hat in Mingen drin, auf der Dachterrasse, hat sein Bub mit sowas gespielt. Auch jeder, egal was, ob das Polizisten sind, habe ich da, ein Staatsanwalt habe ich neulich einmal einen da gehabt, eine Anwältin. Auch jeder hat normale Kinder, die wo ganz normal mit einem Tretpull umeinander rennen mengt. Derweil wartet draußen schon die erste Kundschaft für heute. Leo Böhm mit seiner Familie. Sie sind extra aus Eichstätt gekommen. Und Leo ist ganz schön aufgeregt. So geil. Der fragt ja schon seit Wochen, wann fahren wir jetzt endlich dahin. Und ja, der freut sich schon richtig. Ganz schön hohe Erwartungen.
Ob der Familie die Anbaumaschinen auch wirklich gefallen? Sie haben bisher nur Bilder im Internet gesehen. Das ist cool, oder? Zieh es mal raus. Ist das schwer? Lass doch wieder so viel, als du brauchst. Draußen stehen extra ein paar Sachen zum Ausprobieren. Leo weiß als erfahrener Bulldog-Fahrer schon, wie das läuft. Der neue Scheibengrubber muss erst mal getestet werden. Seitdem er den Nachbarn seines Opas mit einem Traktor gesehen hat, ist er Feuer und Flamme für Landmaschinen. Jetzt geht's heim mit 4 neuen Geräten. Leo, was sagst du? Wie hat's dir jetzt beim Segel gefallen? Sehr gut. Bis die nächste Kundschaft kommt, baut Sigi ein paar Kipper fertig. Die sind so konstruiert, dass die Kinder zum Beispiel auch Sand darin transportieren und wieder ausleeren können. Alles muss sicher sein, nichts soll kaputt gehen. Bei Kindern muss man immer vom Extremsten ausgehen. Sie beanspruchen die Anhänger maximal. Das hat Sigi schon gelernt. Bei der Optik spielt er sich oft ein bisschen mit den Farben. Die Maschinen sollen ja auch etwas hermachen. Schau, das steht da so durch. Einsatzbereit. Normal kommt da noch oft ein Aufbau drauf. Der kommt jetzt in dem Fall nicht drauf, weil der verschickt wird. Da baut sich der Kunde selber drauf. Da tue ich noch die Spachs rein. Dann kommt der Aufbau noch so drauf, sonst bringe ich die Schachtel nicht rein. Okay. Und dann schaut der schon toll aus. Glaube ich. Ein Mähwerk! Ein Mähwerk? Da, das gibt's. Ein neuer Kunde. Jungbauer Ludwig testet draußen am Hof, ob das Mähwerk etwas taugt. Zu Weihnachten soll er eine neue Maschine bekommen. Einen Schwader hat er schon daheim. In der Früh steht er auf und dann sagt er schon, heute muss ich noch schwadern. Egal ob Sommer, Winter, immer ist er im Einsatz. Ludwigs Eltern bewirtschaften in Aham im Landkreis Landshut einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb. Damit die Kinder das Spielzeug problemlos an ihre Tretbulldogs anhängen können, hat Sigi für jeden Hersteller einen Adapter entwickelt. Das ist jetzt die herkömmliche, die normale. Die werden eigentlich nur da drauf, damit die Schrauben fixiert. Und schon ist fertig, schon ist dran. Kommt alles da hinten anhängen. Und schon geht's los. So einfach. Das muss einfach sein, dass die Kinder selber machen können. Ich habe nirgends eine Anbauanleitung dabei. Weil das muss einfach selbst erklärend sein. Jetzt muss sich Ludwig nur noch entscheiden. 32 verschiedene Anbaugeräte gibt's bei Sigi. Dann haben wir da einen Pflug. Der Vierschauer Treppflug. Der ist so dran. Den kannst du dann so wenden. Das hier war mal ein Spezialauftrag für einen Kunden, ein Rückewagen. Der hat ein Lohnunternehmen gehabt mit Rückewagen. Und der wollte damals einen für seinen Buben. Für den habe ich noch den Rückewagen gebaut. Und dann, boah, hat das eingehauen. Und jeder wollte einen Rückewagen, einen Rückewagen, einen Rückewagen. Brutal. Und ich muss jetzt eigentlich fast sagen, das ist so fast mein Markenzeichen geworden. Da haben wir einen Schwader. Das ist brutal beliebtes Teil. So, da haben wir eine Rundballenpresse. Das ist ein Mischwagen. Sein Herzensprojekt ist aber der Abschiebewagen, den er zum ersten Mal für seinen Lehrmeister Sepp Fliegel zum Geburtstag gebaut hat. Als Ersatz für die Hydraulik hat er am Schluss eine Silikonpresse verbaut. Sigi erinnert sich gut, welchen Druck er sich gemacht hat. Und wenn sie mir noch nicht gesagt hätten, dass am 10. Oktober oder 12. Oktober der Fliegel einen 65er hat, dann ich, scheiße. Und ich habe noch keinen Abschieber, der wo hin hat. Und dann habe ich Gas gegeben und dann ist auch das rausgekommen. Und ich war stolz, ich glaube, er war auch stolz. Das ist sozusagen mein Meisterstück. Im Schnitt verlangt Sigi für die Geräte zwischen 75 und 110 Euro. Reich werden will er damit nicht. Ihm macht die Arbeit in seiner Werkstatt einfach Spaß. Ich bin da reingehe, ich kann in der Arbeit noch einen Stress haben. Da baue ich meinen Stress ab.
Ich gehe da rein, das ist mein Recht, das gehört mir alles. Und das ist mein Ding. Sein größtes Lob? Wenn die Kunden wiederkommen und die Kinder ihre Begeisterung später auch an die nächste Generation weitergeben. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.